so funktioniert das Buchen von Medienkisten und Lernspielen des Pädagogischen Medienzentrums PMZ. Schauen Sie, dass Sie rechts oben eingeloggt sind. Wenn Sie unsicher sind mit dem Einloggen, schauen Sie sich das Tutorial Mein Bibliothekskonto in Swisscovery RZS an. Geben Sie einen Suchbegriff ein, zum Beispiel Wasser, wenn Sie etwas zum Thema Wasser finden möchten. Danach ergänzen Sie Ihre Suche mit dem Begriff Medienkiste. Wählen Sie Suche in Swisscovery RZS. Auf der linken Seite können Sie Ihre Suche auf die Medien des PMZ eingrenzen. Wählen Sie dann die gewünschte Medienkiste an, zum Beispiel Anja und Leon experimentieren mit Wasser. Diese Medienkiste ist an drei Standorten verfügbar. Wählen Sie die Kiste des PMZ aus. Klicken Sie dann auf Ausleihen. Es öffnet sich ein Fenster für die Buchung der Medienkiste. Klicken Sie dann auf das Feld Verfügbarkeit prüfen. Es erscheint ein Kalender, auf dem ersichtlich ist, wann die Medienkiste frei bzw. bereits gebucht ist. Erscheint im Kalender oben ein roter Balken, heißt das, dass die Kiste an diesen Daten bereits ausgeliehen oder gebucht ist. Jetzt können Sie die Verfügbarkeit für ein Wunschdatum prüfen. Wählen Sie dazu ein beliebiges Datum. Ist kein roter Balken sichtbar, ist die Medienkiste zu diesem Zeitpunkt frei. Schließen Sie den Kalender wieder und fügen Sie Ihr gewünschtes Abholdatum ein. Sie können eine Medienkiste nur für 28 Tage buchen. Zum Beispiel vom 1. September bis zum 28. Geben Sie einen längeren Zeitraum ein, erscheint eine Fehlermeldung. Bitte beachten Sie auch, dass zwischen zwei Buchungen exakt 5 Arbeitstage liegen müssen. Wählen Sie jetzt Ihren Abholort. Sie können Medienkisten direkt im PMZ abholen oder sich an einen der 4 Landkurierstandorte Hochdorf, Schüpfheim, Sursee und Willisau liefern lassen. Die Abholstandorte der ZHB und der Hochschule Luzern erscheinen zwar in der Auswahl, es ist jedoch logistisch nicht möglich, Medienkisten an diese Standorte zu liefern. Danach klicken Sie auf Bestellung senden und Ihre Buchung ist abgeschlossen. Sobald die Medienkiste zur Abholung bereit ist, erhalten Sie vom PMZ eine Abholungseinladung. Für eine genauere und illustrierte Übersicht aller Medienkisten gehen Sie auf die Webseite des PMZ. Unter Medienkisten finden Sie ein PDF mit detaillierten Angaben zu jeder Kiste. Auch den genauen Titel einer Kiste können Sie dort entnehmen für die Suche auf Swisscovery. Auch die technischen Geräte des Zentrums für Medienbildung und Informatik, ZEMBI, sind auf Swisscovery buchbar. Für eine bessere Übersicht des Angebots empfehlen wir, die Geräte direkt auf zembiblog.ch auszuwählen. Unter Geräteausleihe finden Sie alle ausleihbaren Geräte verlinkt. Das Buchen funktioniert genau gleich wie bei Medienkisten. Bitte beachten Sie, dass auf diese Geräte Kosten anfallen können.